Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance von natürlich mal wieder. Und hier und heute, wie versprochen, bevor es mit dem Ligastart bald für unsere Schwarz-Weißen losgeht, nochmal das Top 5 Flop-Video, also die Top 5 Flop-Transfers, die eurer Ansicht nach von der Saison 2008-2009 bis zur aktuellen Spielzeit bei unserem SK Sturm Graz gespielt haben und eben Transfers, die man sich vielleicht oder definitiv eher hätte sparen können. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. So, auf Platz 5 in unserer Liste ein Name, der in Graz definitiv noch heute polarisiert, wenn man ihn denn hört. Es handelt sich um den slowenischen Stürmer Robert Beric. Robert Beric wechselte im Sommer 2013-14 für eine kolportierte Ablösesumme von 1 Million Euro. Das sind schon sehr, sehr viele Dollarzeichen bei den Blackies, also für schwarz-weiße Verhältnisse, zum SK Sturm von NK Maribor aus Slowenien. Damals war bei Sturm übrigens Darko Milanic der Trainer, also er hatte quasi auch noch seinen Landsmann auf der Sturmbetreuerbank. Eigentlich hätte das Ganze doch nur funktionieren können, wenn man auch bedenkt, dass Frank Stronach sich damals als Gönner erwähnt. Er meinte selber in einem Interview, er wollte Sturm eine Freude machen. Deswegen beteiligte er sich größtenteils an der Ablösesumme von eben 1 Million Euro für Robert Beric. Dafür sollte er sich auch Rechte am Weiterverkauf des Slowenen gesichert haben. Alles ganz legitim auf jeden Fall. Beric erste Saison bei Sturm, die auch ganz nebenbei die einzige bei Sturm bleiben sollte, dazu aber später, verlief gar nicht mal so unerfolgreich. Allerdings waren gemessen an der Ablösesumme die Erwartungen der Fans anscheinend doch ein bisschen zu hoch an den slowenischen Angreifer. Beric erzielte in 35 Ligapartien 10 Tore und 10 Vorlagen, dazu noch in 5 Cup-Partien zweimal getroffen, also keine so extrem negative Bilanz, wenn man bedenkt auch, dass Beric in dieser Saison sogar der beste Torschütze der Blackies gewesen war. Allerdings eben gemessen an der Ablöse vielleicht doch von der Erwartungshaltung ein bisschen unausgeglichen das Ganze. Der Slowene versprach trotzdem Besserung, sagte auch noch in einem Interview im Sommer, dass die nächste Saison definitiv besser werden würde. Das versprach er den Sturmfans hoch und heilig. Gekommen ist es, wie wir alle wissen, anders. Denn er verließ nur wenig später den SK Sturm in Richtung Wien-Hütteldorf zum SK Rapid Wien um eine Ablösesumme von 750.000. Allein das schon eigentlich eine Frechheit zur damaligen Zeitpunkt, dass man eben mal den besten Angreifer an den direkten Liga-Konkurrenten für weniger Geld abgegeben hat, als man ihn eingekauft hatte, dafür, dass er jetzt keine unterirdische Saison gespielt hat. Und der größte Witz, der kam erst noch eine Saison später. Zunächst Beric, Werdegang bei Rapid, ein ganz, ganz steiler Aufstieg, 27 Tore. Man mag es kaum glauben, wenn man auch gesehen hat, was er damals in Graz alles verwurstelte vom Tor. 27 Tore in 33 Partien, dazu noch 6 Vorlagen. Also Robert Beric explodiert förmlich in Hütteldorf und die Konsequenz, er verließ Rapid auch nach nur einer Saison weiter in Richtung Ausland, dieses Mal Frankreich, den AS Saint-Étienne, und die Ablösesumme, die war eben die richtige Bombe, dann auch noch 7,5 Millionen. Kassierte Rapid Wien offiziell vom AS Saint-Étienne, also das heißt, das Zehnfache, was Rapid für ihn bezahlt hatte, bekamen sie jetzt. Also Sturm natürlich der ganz, ganz große Verlierer in diesem Transferkarussell. Beric natürlich bei den Graz-Fans unten durch, das ist gar kein Thema, aber eben, dass man auch den Stürmer so günstig dann wieder abgegeben hat für Sturm, schade, und Rapid hat sich damals ins Fäustchen gelacht. Allerdings, ja, wenn man sich die aktuelle Saison ansieht, gebracht hat es im Nachhinein auch den Hütteldorfern relativ wenig. Hier in unserem Ranking Seyfettin Çavi, oder wie ich ihn auch gerne nennen würde, den Simon Terodde der österreichischen ersten und zweiten Bundesliga. Wer die deutsche Liga verfolgt, der weiß, Simon Terodde in der ersten Liga Flop, in der zweiten Liga ist er top. Und ähnlich, würde ich mal sagen, war das Ganze mit Seyfettin Çavi. Der in Bludenz geborene Stürmer wechselte zum SK Sturm in der Saison 2016-17 im Winter eben an die Mur. Am Ende die Geschichte schnell erzählt, 200.000 Euro Ablöse, 7 Einsätze in der Liga, dabei einen Assist und ohne eigenen Torerfolg geblieben. Im Sommer beendete man das Missverständnis und Seyfettin Çavi verließ Sturm wieder in Richtung Ried, damals in der zweiten Liga, so auch wie heute, wo allerdings sein Vater Seyfettin, natürlich Lasser Çavi, Trainer war. Und ja, bei Ried
hat es dann wieder funktioniert, wie auch, wir spulen ein bisschen nach vor, zuvor schon in der zweiten Liga bei seinem Ex-Club Austria Lustenau, damals eine sehr ordentliche Saison, würde ich mal sagen, vom ehemaligen Hoffenheimer, spielt auch in der Jugend bei der TSG in Deutschland, und ja, da gelangen ihm 13 Tore in der Saison 2015-16, dazu noch, ich glaube, 8 Assists um den Daumen herum, und ja, Xabi damals, eines der vielversprechendsten Talente, kann man fast nicht mehr sagen, weil er damals schon eigentlich mit ja, Anfang 20 kein ganz, ganz junger Spieler mehr war, aber eben eines der vielversprechenden Stürmer, ja, nennen wir es einfach Stürmertalente, ist ja egal, in Liga 2 in Österreich. Der Wechsel dann in die Schweiz zum FC St. Gallen, dort funktioniert es auch nicht wirklich, wenig Einsatzzeit, auch wenig Tore dementsprechend natürlich. Und so eben der erwähnte Wechsel zum SK Sturm im Winter 2016-17. Die Story bei Sturm bereits erzählt. Das Kuriose danach, bei der SV Ried funktionierte es wieder. 33 Spiele, 22 Tore. Also irgendwas hat Sturm mit den Stürmern, dass sie ja vor und nach uns funktionieren, aber während sie in Graz sind, teilweise einfach, warum auch immer, nicht liefern können. Wollen tun, glaube ich, alle. Auf jeden Fall, ja, mittlerweile verdient Seyfettin Xabi sein Geld in der Türkei, in Liga 2. Und ja, deswegen viel Glück an den österreichischen Simon Terodde weiterhin. So, der nächste Name für mich persönlich eigentlich auf der 1, aber da gab es einfach zu wenig Votings, Srdjan Pavlov. Der eine oder andere wird sich noch erinnern. Großgewachsener kroatischer Stürmer, der wechselte in der Saison, also im Winter 2011-12 vom SV Kapfenberg zum SK Sturm, nach dem damaligen Winterabgang von Roman Kienast von Sturm zu Wiener Austria suchte man nach einem Ersatzstoßstürmer für ganz vorne. Damals, so wie heute, nein, nicht wie heute, aber damals eben unter Trainer Franco Foda. Und Srdjan Pavlov, einer dieser Transfers, den ich einfach nie vergessen werde, da muss ich euch kurz eine Story erzählen. Ich, mein Kumpel Jan, ihr kennt ihn aus dem ein oder anderen Video von früher vielleicht, wir sind bei ihm zu Hause, es ist der Deadline Day, also der Transfermarkt schließt in wenigen Stunden, das Transferfenster in Österreich, und wir überlegen, wer könnte denn zu Sturm kommen. Einige Namen auf dem Zettel, und dann wirft irgendjemand von uns den Namen Srdjan Pavlov in die Runde und wir haben beide herzlich gelacht. Aber das Lachen, und da könnt ihr mir sicher sein, ist uns noch vergangen, denn Srdjan Pavlov wechselte tatsächlich am selben Tag vom SV Kapfenberg, damals in der Bundesliga. Allerdings war Srdjan Pavlov schon damals bei den Kapfenbergern aussortiert worden, nicht nur wegen sportlichen Gründen, was man so gehört hat, aber auf jeden Fall Pavlov für mich nie und nimmer auch noch im entferntesten Gedankengang ein ernsthafter Transfer oder eine ernsthafte Verstärkung für Sturm in diesem Zusammenhang. Und ja, was passiert? Pavlov unterschreibt in Graz, bekommt einen Vertrag bis Saisonende. In der Liga bekam er, glaube ich, 2 Einsätze, natürlich nicht mal ansatzweise irgendwas von einer Torgefahr. Allerdings muss man fairerweise sagen, war Pavlov wirklich auch der Notnagel. Also ihm kann man, glaube ich, am wenigsten den Vorwurf machen. Ich glaube, jeder, auch wenn er vielleicht nicht der begnadetste Kicker ist, würde gerne mal für Sturm spielen. Natürlich hat auch Pavlov diese einmalige Chance genutzt und kann auch heute sagen, er hat bei Sturm gespielt. Man muss aber sagen, fairerweise, Sturm holte auch noch in den letzten Minuten des damaligen Transfer-Deadline-Days noch Ruben Okotje, also als richtigen Roman Kienast-Ersatz. Deswegen auch ein Grund, vielleicht einer der Gründe, glaube nicht der Hauptgrund, warum Pavlov sowieso dann auch wenig Spielzeit bei Sturm bekam, damals noch unter Trainer Franco Foda, und im darauffolgenden Sommer Sturm auch wieder verließ in Richtung Blau-Weiß-Linz, ich glaube damals in die dritte oder zweite Liga. Auf jeden Fall, ja, Pavlov von Sturm. Das Beste an diesem Transfer für mich persönlich, dass man keine Ablöse bezahlt hat, aber solche Transfers kann man sich in Zukunft definitiv meiner Meinung nach sparen. So, auf Platz 2 in dieser Liste haben wir einen Namen, den ich persönlich nicht unter die Top 5 gewählt hätte, aber es ist eure Entscheidung, und wir reden von Benedikt Bliquet. Benedikt Bliquet, der wechselte im Sommer, Moment ganz kurz, 2013-14 vom FC St. Pauli als St. Pauli-Urgestein zum SK Sturm Graz, ablösefrei. Man hatte doch so ein bisschen seine Probleme mit den Keepern Johannes Focher, der wäre zum Beispiel für mich schon eher auf dieser Top 5 Liste gewesen als jetzt Bliquet, aber bitte. Und Christian Graz zu diesem Zeitpunkt jetzt auch nicht gerade im ganz großen Karrierehoch. Und man suchte eben da nach einer Alternative. Mit Bliquet holte man sich einen erfahrenen Mann, der allerdings in Graz nicht zu 100% einschlug. Also auch schon zu Recht seine, ja,
seine negativen Highlights auf dem Feld hatte. Allerdings außerhalb des Platzes, wie ich persönlich finde, sehr, sehr sympathisch und ja, so eine richtige Hamburger, ja, Berliner Schnauze heißt es eigentlich, aber so, ja, ein Typ einfach gewesen ist. Ich glaube, so könnte man das am besten beschreiben. Auf jeden Fall Benedikt Bliquet bei Sturm mit 26 Einsätzen in knapp 2 Jahren. Zunächst noch gesetzt, dann aber eben wackelnde Leistungen. Dann gab es auch den Trainerwechsel von Milanic zu Franco Foda. Das war seine dritte Amtsperiode von Franco Foda. Danach war Christian Graz ja auch wieder die Eins. Und ja, Bliquet eben damals dann aussortiert. Es gibt von ihm natürlich auch heute noch dieses eine ominöse YouTube-Video, sein großer Patzer gegen Red Bull Salzburg bei einer damaligen 1:4 Niederlage zu Hause. Ja, sind auch schon größeren Keepern, beispielsweise einem Michi Esser, passiert. Ohne dass ich ihn da zu viel in Schutz nehmen möchte, aber ich finde persönlich Bliquet für mich keine Top 5 Fehlverpflichtung. Auf jeden Fall, ja, spielt er trotzdem relativ selten, also von seinen 26 Einsätzen 7 Mal zu 0, das ist natürlich eine ausbaufähige Statistik, ganz klar, aber auch unvergessene Highlights, wie sein Pfostenlecker damals in Innsbruck, wo er eben einfach mal am Pfosten geleckt hat. Ich glaube, er hat dann im Interview gemeint, er hatte dann irgendwie ein Blatt oder was auf der Zunge, dass er nicht aufgrund seiner Handschuhe logischerweise sich da abmachen konnte. Und ja, eben solche Storys gab es ihm dann schon zuhauf. Auf jeden Fall verließ Bliquet den SK Sturm nach knapp 2 Jahren wieder im Sommer 15/16 in Richtung Mallorca. Dort eben beim Drittligisten Belares, Atletico Belares, dann noch unterschrieben und auch dort seine Karriere etwas später beendet. Also deswegen Benedikt Bliquet für mich etwas überraschend, aber auf der 2. Und auf der 1 in diesem Ranking, wo, nein, da gibt es nichts zu freuen, Martin Ovenstad, der leider Gottes ja von Anfang bis Ende keine glückliche Zeit anscheinend in Graz gehabt hat, vielleicht schon in Graz, aber auf jeden Fall nicht bei Sturm, was jetzt die sportlichen Erfolge anbelangt. Denn Ovenstad und Sturm, das war von Anfang bis Ende leider Gottes ein Missverständnis, was für beide Seiten am Ende schlecht ausgegangen ist. Spulen wir zurück zum Anfang. Es ist der Winter 2016-17. Sturm hat Uros Matic nach nur einem halben Jahr wieder verloren in Richtung Kopenhagen und ist jetzt auf der Suche nach einem Ersatz. Ob Ovenstad wirklich so der 1:1 Ersatz sofort hätte werden sollen, ist nicht so ganz überliefert. Auf jeden Fall haben viele damit, glaube ich, schon gerechnet. Mit Ovenstad ein junges, hungriges Talent fürs zentrale Mittelfeld zu bekommen. Er wechselt von seinem damaligen Verein Strom Gottsed eben im Winter 2016-17 als eben Matic Ersatz, sagen wir es mal so, an die Mur zu Sturm. Die kolportierte Ablöse soll bei 600.000 Euro gelegen haben für Sturm zu diesem Zeitpunkt und eigentlich auch aktuell relativ viel Geld an Ablöse. Also wenn man da an Robert Berec Jahre zuvor denkt, ihr merkt, die Differenz ist nicht die größte. Ovenstad damals 22 Jahre jung und ja, bei seinem Verein auch nicht absoluter Stammspieler, aber man denkt natürlich auch Günter Kreisel und Co., dass da schon Potenzial dahinter ist. Auf jeden Fall bekommt Ovenstad gleich in seinem zweiten Spiel einen Einsatz von Beginn weg an gegen die Wiener Austria. Das Match wird 0:4 verloren und Ovenstad nach schwacher Leistung nach knapp 70 Minuten ausgewechselt. Danach ja, nur mehr wenige Einsätze. Man probiert die nächsten 2-3 Spiele noch, aber dann ist er eigentlich wie vom Erdboden verschwunden, also im übertragenen Sinne auf dem Spielfeld. Ovenstad, ja, ist zwar meistens noch im Kader, bekommt aber keine Einsätze mehr. Am Ende stehen gerade mal 5 Einsätze in Liga und Cup zu Buche. Keine Torbeteiligung und auch keine sonderlich guten Leistungen. Ovenstad ist dann relativ schnell weg vom Fenster. Man setzt auf andere Alternativen im Mittelfeld. Und ja, auch mit der Vorbereitung in der neuen Saison läuft es nicht so wirklich rund. Bei Ovenstad gab es damals auch noch eine Verletzung. Natürlich auch mehrere Kleinigkeiten, die ihn da zurückgeworfen haben. Und so konnte er nie so wirklich in Graz Fuß fassen. Man versucht es dann bei Ovenstad mit einer Leihe zurück in die Heimat zu Strabag. Da bekommt er auch anfangs Einsatzzeit. Allerdings auch das mäßig erfolgreich unterm Strich. Und nach seiner Rückkehr zu Sturm hat er auch hier wieder unter dem neuen Trainer Heiko Vogel zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich Einsatzchancen. Deswegen beschließt man in der aktuellen Saison im Spätherbst den Vertrag aufzulösen. Und Ovenstad jetzt mit 24 Jahren auch seitdem vereinslos.
unterm Strich für beide Parteien ja ein Deal, den man besser nicht gemacht hätte. Ovenstarts Karriere ist aktuell wirklich nicht gerade berauschend und eher an der Kippe. Und Sturm hat ordentlich Minus in puncto Geld gemacht. Also, leider, leider Gottes, Ovenstarts erster Platz ist durchaus gerechtfertigt, aber eben kein Vorwurf an der Stelle an Günter Kreisel, würde ich sagen. Restrisiko ist immer bei den Transfers, das ist ganz klar. Und ja, das war es eben dann auch schon von dieser Top 5 Liste, die ihr mir hier gewählt habt. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Fehlt da der ein oder andere Name? Meiner Ansicht nach definitiv. Könnt ihr mir ja noch dazu schreiben, wie eure Liste eigentlich aussehen würde. Eventuell mache ich da meine eigene noch. Und natürlich könnten wir da auch eben mit den Top 5 eine Top-Transferliste machen. Die wäre sicher auch sehr naheliegend, bevor es ja in der Liga jetzt bald wieder losgeht bei unseren Blackies. Oder vielleicht eine Top 5 Trainerliste. Schreibt mir gerne in die Kommentare bei Facebook, bei YouTube direkt natürlich oder auf Instagram, ob ihr da eben Bock auf sowas hättet. Und natürlich auch gerne die Videos weiterhin liken, abonnieren und teilen. Da freue ich mich immer drauf. Und ihr merkt meine Stimme heute ein bisschen kratzig da, aber ich will nicht die ganze Zeit trinken. Von dem her, ja, verabschiede ich mich einfach und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.